Was geht ab, Freunde? Wie ihr den Titel wahrscheinlich schon genommen habt, Freunde, ja, unser Format trägt endlich Früchte. Und zwar werden wir heute endlich Muay Thai, also Thai-Boxen, testen. Wir wurden eingeladen von Piranha MMA in Offenbach. Und ja, ich will gar nicht so viel reden, meine lieben Freunde. Wisst Bescheid, wir nehmen euch jetzt einfach mit und kommt mit, meine lieben Freunde. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Piranha MMA, wie gesagt, heute powern wir uns aus. Der André wird mich wahrscheinlich auch richtig ausbauen, heute auseinandernehmen, gell? Ja, danke nochmal für die Einladung auf jeden Fall, mein Bester. Ich freue mich. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das Format will ich ja schon seit 2 Jahren gefühlt machen, aber Corona, dies, das hat nie geklappt. Aber ja, wir sind endlich da. Möchtest du was sagen noch, André? Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen erstmal und natürlich auch schön, dass du heute dabei bist. Ja, mal gucken, was du so auf dem Kasten hast. Ja, geht. Mein Name ist André, André Waldschmidt, ich bin der Head Coach vom Piranha MMA Gym hier in Offenbach. Wir trainieren hier MMA, Mixed Martial Arts, Grappling, Thai Boxen, wo du auch heute mitmachen wirst. Haben sowohl Anfänger, Fortgeschrittene, aber auch die Profis am Start und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wünsche ich euch auch, meine lieben Freunde, und ihr wisst Bescheid, wenn ihr Offenbach-Frankfurt-Bereich kommt, checkt auf jeden Fall Piranha ab, hier geht's auf jeden Fall ab. Das weiß ich jetzt schon. Also, viel Spaß. Freunde, und nicht vergessen, ne, wir haben natürlich auch hier einen 10%igen Rabattcode für euch von Fighter. Wir werden euch unten den Rabattcode natürlich einblenden. Und ja, checkt die Jungs auf jeden Fall ab. Die haben geile Sachen. Alles, was um Kampfsport geht. Boxhandschuhe, Schienbeinschoner, Mundschutz. Alles, was geht, Leute. Der Link natürlich kommt unten in der Videobeschreibung. Und der zählt für Amazon und für deren Homepage. Deswegen wisst Bescheid. Gönnt euch. Auf jeden Fall, Freunde, ihr habt es gehört. Der André wird mich heute scheinbar auseinandernehmen. Der lächelt auch schon die ganze Zeit da hinten. Der freut sich richtig. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe richtig Bock. Ich wollte eh schon lange mir was Neues machen und so. Und einfach geil. Auch mal ein bisschen was anderes, ne? Kampfkunst und so natürlich auch. Nice, hat alles seine Vorzüge. Aber im Kampfsport geht es einfach ein bisschen mehr ab. Wisst ihr, gerade Thai-Boxen ist auch sehr, sehr wild. Jetzt, wo wir auch bald in den Urlaub gehen nach Thailand, werde ich es vielleicht brauchen. Ihr wisst Bescheid. Aber ja, das Training geht gleich los. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was auf mich heute zukommt. Also, have fun. Brauchen nicht so harte Warm-ups zu machen, weil es geht heute untemperiert. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ready? Ja? Okay. Also, Knie anziehen und wir fahren ein Stück locker, legen wir rechte Gerade nach vorne. Lockeres Warm-up gemacht, das ist arschheiß hier. Ja, wir haben draußen schon 35 Grad heute, deswegen ein bisschen locker scheinbar. Geht aber noch. Wie ihr gesehen habt, mein Spagat, der ist leider nicht mehr so, wie er früher war. Aber neue Challenge für mich, Spagat lernen. Wisst Bescheid, jetzt geht's ans Eingemachte. Um das Gefühl für die Low-Kicks einzustimmen, macht ihr im Wechsel ein Low-Kick, okay? Das heißt, ihr könnt kicken. Der außen. Ihr könnt kicken. Innen, ihr könnt kicken. Innen und ihr könnt kicken. Außen. Achtet mal bitte drauf, ihr trefft immer mit dem unteren Part vom Schienbein. Und immer auf der Seite, wo ihr kickt, beziehungsweise, genau, wo ihr kickt, nehmt ihr den Arm entgegen und der andere bleibt oben. Schaut, dass ihr den Arm nicht runternehmt. Ihr könnt den Arm hier halten oder wie gesagt, ihr könnt ihn auch hier nehmen, also hier rüber nehmen, das ist euch überlassen, ja, das vornehmen könnt. Schaut mal dabei, dass ihr bei eurem Partner hier hinschaut, ja, und schaut durch den durch, ja. Bitte vermeidet, dass ihr runterschaut, okay, das macht euch anfällig für Finten, für Attacken oben und so weiter.
Lowkicks sind einfach nur der Shit, Alter. Locken. Wenn wir die Lowkicks in unser Spiel generell. Grundregel sollte sein, ich schlage den Kick niemals als erstes oder solo. Gut. Jede Regel kann auch gebrochen werden. Ihr könnt auch einen Kick solo treffen, aber Wahrscheinlichkeit ist schwer, dass ich den Kick alleine treffe. Okay? Wir fangen jetzt an, Einzelschläge mit den Lowkicks zu verbinden. Aber es ist eine sehr, sehr effektive Waffe, euren Gegner müde zu machen, um dann entweder einen Lowkick-KO oder was weiß ich, Hand-KO zu bringen. Weil euer Gegner wird langsamer. Egal, ob das jetzt hier im Thai-Boxen, Kickboxen, MMA, was auch immer ist, wo die Lowkicks gesetzt werden, kriegt ihr ein paar auf die Schenkel ohne Schutz, dann werdet ihr merken, ihr lauft immer langsamer und im schlimmsten der Fälle nicht ihr weg. Mit einem blanken Schienbein, 5-6 Dinger da drauf, dann werdet ihr merken, wie hart ihr seid. Ja, wie gesagt, das niemand hält es auf die Dauer aus. Und 1, 2. Marschieren, ihr marschiert immer zwischendrin beide. 1, 2. Genau. 1, 2. Euer Blick bleibt starr hier. Das hilft euch, euren Gegner im Ganzen zu sehen. So war das ein Partner. Geht schon böse auf die Beine. Gedacht, um seine Aufmerksamkeit nach oben zu richten. Okay, das gleiche wie eben, nur dass ihr den Schritt zusammensetzt mit dem Jab. Ja, also Schritt zur Seite, Jab nach vorne. Leute, wenn ihr keinen abgehenden Schienbein habt, blockt nicht mit dem Schienbein. Ihr stirbt. Ah, geil. Das ist ein Weich. Das ist gut, ja, um abgehärtete Schienbeine zu bekommen, meine Lieben. Das ist zu weich. Na egal. Hier, Alter. Schon wieder, Bro. Leute, ist auf jeden Fall gut anstrengend. So, meine Schienbeinschoner sind sehr weich, deswegen spürt man die Scheiße. Aber es ist geil, ihr wisst Bescheid, alle Fighters für TV will eine harte Scheiße. Also, zwei Möglichkeiten, die ich zeige, ihr macht davon nur eine. Entweder, wie gesagt, ihr zieht das Bein von hinten einfach hoch, ja, oder, wie gesagt, wenn ihr schnell genug seid, ja, klick nochmal bitte, dann blockiert ihr, macht einen kleinen Step mit ihm und blockiert mit dem vorderen Bein. Meine Schienbeine sind geckt. Mein linkes Schienbein, ich werde nicht mehr laufen können. Meine Schienbeine schon, also butterweich, Alter. Dass wir jetzt die zwei Schläge in die Doppeldeckung arbeiten. Ja, Doppeldeckung ist wie ein Schild. Ja, wenn ihr im MMA mit einer Doppeldeckung arbeitet, wie gesagt, Hände auf, sonst haut ihr euch die Knöchel auf die Stirn. Das kann auch schon einen Cut geben. Mit den Handschuhen ist es nicht anders möglich. Vorteil einer Doppeldeckung ist, da geht nicht so viel durch. Nachteil ist, ihr seht halt auch nicht so viel, wenn ihr könnt nicht gut kontern. Ja, weil ihr müsst immer erst warten, Schild runter und dann könnt ihr den Konter setzen. Könnt ihr mit der Carry anders machen, okay? Ich komme mit einer normalen 1-2, okay? Boom, boom. Erste Möglichkeit von hier, dass ich direkt von hier mit der 2 einen Schritt raussetze und den Lowkick von außen setze. Okay? Oder wir arbeiten erstmal nur aufs vordere Bein, ja? Für die 2er.
1, 2, einen kleinen Schritt mit dem hinteren Bein, Low Kick aufs innere Bein. Ihr habt gerade gehört, was André gesagt hat, selbst mit den MMA-Handschuhen, wenn ihr die Fäuste macht, ja, die Doppeldeckung, ist es komplett was anderes. Deswegen sage ich euch immer wieder auf der Straße, macht die Hände auf, weil wenn ihr euch die Dinger selber in die Fresse ballert, seid ihr weg. Hört auf André. So ist es, Leute. Ja? Hört auf mich und schaut ihm zu. Knie gegen Schirm angekommen. Auf jeden Fall, ich kann es immer wieder sagen, mein Schienbein ist matsch. Blau ist schon dran? 7, 8 Jahre, ja, kein Wunder alle. Sind wir Fallboxer. Mein Bein ist so das Schick. Auf jeden Fall, Freunde, Piranha hat mich auseinandergenommen. Noch mit dem Training, noch 10 Minuten. Und er erklärt sich gerade, mein Schienbein ist ge***t. Meine Beine alle, der Bruder hat meine Beine. Der nimmt mich auseinander. Respekt an alle Thai-Boxer. Nur die Hände. Abwechseln. 1, 2. Mach, 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 mach. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Mach, Tempo. Tempo. Gut. Leute, ich weiß nicht. Man merkt halt ganz in andere Intensität, ne? Weil es ist halt Kampfsport. Ja, die Leute, die müssen da rund überleben. Aus diesem Grund ist das Ganze nicht ohne. Schienbein sieht jetzt noch gut aus, aber es wird wahrscheinlich blau oder so. Grün, Regenbogenfarbe. Keiner weiß. Aber bis zum Ende durchhalten. Bis zum Ende.
weiter, komm, 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 Leute, der ist einfach nur eine Maschine, Alter. Wie heißt du nochmal? Radian. Radian. Radian, einfach Killer. Killer. Ich bin am Arsch, also meine Beine tun mir alles so weh. Die haben mich auseinandergenommen. Du scheiß dich. Gut gearbeitet. Auch sehr gut gearbeitet, Marius. Sehr schön. Und dass du da bist, komm gerne wieder. Freunde, ich hab's geschafft. Training schon ist vorbei. Andere Intensität auf jeden Fall, Kampfsport, ganz klar. Da trainiert man, um Runden auszuhalten und Schläge zu kassieren. Aber André, wie ihr seht, mein Schienbein ist einfach am Arsch. Ich kann nicht mehr. Also Schläge hast du gut ausgehalten, mein Lieber. Ja, immerhin bis gemacht, zum Ende durchgehalten. Ja, bis zum Ende. So muss es sein. Komm gerne wieder. Dankeschön, Leute, gell? Korrekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Thai-Boxer, wer Bock hat, kommt vorbei. Ist ein geiler Sport so. Ist zwar hart, ja, nichts für Weicheier, aber so ist halt der Sport, ne? Jeder kennt es von den Thailändern. Da ist es nochmal härter, deswegen geile Location, geile Schule, ich kann es immer wieder sagen. Bieten viele Sachen an, Grappling, MMA, BJJ, bla bla, ganze volle Programm. Und ja, Mann, ich bin auf jeden Fall K.O. Ich werde wahrscheinlich eine Woche nicht mehr mein Bein bewegen können, aber hat Bock gemacht. Also, bis zum nächsten Mal.